Sag ich mal. Achtung, noch ein. Hör auf. Warte doch mal. Ich will nicht, dass du. Ich will nur sicherstellen, dass du gesund bist. Ah, hör auf damit. Ja, okay. Okay, gut. Yo, was geht, Leute? Ich bin Fiti aus Fiti Goes Hollywood. Und ihr seht jetzt. Scene Talk. Ja, heute reden wir über Star Trek Into Darkness. Das wäre eigentlich cooler, wenn das der Redegegenstand wäre, oder? Okay, wechseln wir den Redegegenstand. Ich glaube, das wäre cooler, oder? Okay. Ja, alles klar. Okay, nochmal. Heute reden wir über Star Trek Into Darkness. Wir durften uns den Film reinziehen vor Kinostart und meine Fresse war das geil. Ja, der war verdammt geil. Der war verdammt. Und keine Sorge, wir spoilern nicht, jedenfalls noch nicht. Sobald wir spoilern, werden wir euch nochmal Bescheid sagen. Erstmal wollen wir euch nur sagen, wie geil wir den Film fanden. Also vielleicht nochmal kurz vorab zur Info. Ich bin Star Wars Fan und fand Star Trek immer scheiße. Und hab's eigentlich gehasst. Also die Serien, die Filme fand ich immer mega kacke. Bis... Sieht man das eigentlich? Ich weiß nicht. Bis J.J. Abrams dieses Meisterwerk in die Kinos brachte. Und seitdem liebe ich Star Trek, jedenfalls die neuen. Und ja, wie Lars schon sagte, wir waren im Kino und es war der Hammer. Also der zweite Teil ist besser als der erste, muss ich wirklich sagen. Also ich habe das selten, dass es dann noch eine richtig fette Steigerung gab. Und die gab es tatsächlich. Es ist einfach so, also ich mag ja auch die alten Filme. Ich mag ja William Shatner. Ich bin William Shatner-Fan. Ich mag seine Art, auch neuerdings finde ich ihn ziemlich cool. Und Chris Pine hat es im zweiten Teil geschafft, noch kirkiger zu sein und Zachary Quinto hat es geschafft, im zweiten Teil noch spockiger zu sein. Das heißt, die Beziehung zwischen Kirk und Spock ist noch viel geiler. So geil oder wie geil ist die? Ja, also nee. Wir wollen nicht spoilern. Ja, also wie gesagt, ich fand ihn auch geil, sehr actiongeladen, viele coole Gags dabei, weniger Lens-Flares als beim ersten Teil. Das stimmt, ja. Und ja, schwierig, ohne zu spoilern. Der Film hatte auch ein sehr schönes 3D. Also er wurde nicht in 3D gefilmt, sondern es wurde auch nachträglich gemacht. Aber im Vergleich zu Iron Man 3 war das 3D geiler. Ja, du warst Teil der Brücke. Du warst quasi mit auf der Brücke der Enterprise. Und das ist einfach, das war ein hammergeiles Gefühl. Also es war sowas von räumlich. Also im Gegensatz zu Iron Man 3 war das wirklich, also das war mal 3D. Das war mal 3D. Ich spoilere, wenn ich es jetzt sage. Okay, lassen wir es sein. Was ich noch sagen kann, also der Film fängt direkt actiongeladen und mit geilen Gags an. Also da ist man direkt, man wird reingeworfen und ist auch sofort drin und man fühlt sich auch wirklich komplett durchgehend unterhalten. Es gibt auch keine Passagen in dem Film, wo ich sage, oh, das ist jetzt langweilig oder so. Es ist echt geiles Popcorn-Kino. Auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt noch mehr sage, spoiler ich, glaube ich. Also da gibt es eine Szene. Okay, wir spoilern. Achtung, wir fangen jetzt an zu spoilern. Wenn ihr nicht wollt, dass wir euch den Film kaputt machen, dann könnt ihr jetzt quasi mit Klicken eines Bereiches in diesem Video vorspulen und dann kommt ihr zu den Keksen der Wahrheit. Ansonsten fangen wir jetzt mit Spoilern an. Okay, also da gibt es eine Szene auch zum Thema 3D und sowas. Also die haben ja die Warp-Geschwindigkeit, ne? Und da gibt's eine Schießerei mit zwei Raumschiffen, während die im Warp-Antrieb sind. Hast du schon mal? Also ich glaube, ich habe es noch nicht mal in den alten Star Trek-Filmen habe ich so eine geile Szene gesehen, Alter. Also während des Warp, also dann so, die können das halt die nicht auf, ja, sagt auch noch einer. Der Bösewicht, super Bösewicht, Benedict Cumberbatch. Ich kannte den vorher noch nicht. Ich hoffe, ich habe es auch richtig ausgesprochen. Aber die Originalstimme von dem ist schon, das ist der Hammer. Den haben wir im Originalton geguckt und ich habe ihm auch sagen lassen, die Synchronstimme hat sich auch nicht lumpen lassen. Also richtig geil. Wir dürfen jetzt auch, dürfen wir sagen. Ja klar, jetzt ist unser Spoiler das Flohling. Alle alten Star Trek Fans werden es lieben. Khan, ja, es ist Khan. Es ist Khan! Ja, der Böse ist Khan. Er sagt so, ja, er ist einer der besten Mitglieder der Enterprise oder der war ja auch schon, der hat ja auch mit da gearbeitet und dann dachte man eher so, aber ich habe schon von Anfang an gedacht, der Typ, der ist irgendwie zu gut, ne? Der ist ja besser in allem, sagt er auch selbst. Ja, hat er auch selbst gesagt. Oh, witzig war auch die Szene, da war eine geile Szene, wo die kurz bevor die auf, wie heißt der eine Planet nochmal? Da, wo die, ich bin ja kein Star Trek Fan, das müsst ihr mir verzeihen.
Da gab es eine Szene, ihr kennt doch die Serien und so weiter. Da gibt es ja immer ein Crewmitglied, was so eine rote Uniform hat, was immer direkt abgeknallt wird irgendwann im Laufe der Serie. Man kennt nicht den Namen, man weiß nicht, was für eine Funktion diese Person hat. Hauptsache, sie wird erschossen. Und da gibt es einen geilen Gag, da wird der Person abgeraten, eine rote Uniform anzuziehen. Das fand ich ziemlich witzig. Also ansonsten, was über Scotty vielleicht? Scotty ist der Knaller. Ich liebe ja Scotty in den Filmen und er spielt ihn so gut, so unglaublich gut Scotty bringt die nötigen Gags rein. Klar, es gibt noch zwischen Pille und Kirk gibt es auch geile Dialoge. Aber Scotty ist unglaublich geil in diesem Film und rettet Kirk auch unter anderem den Arsch in dem Film. Kann man so sagen. Ja, stimmt. Da gibt es viele Situationen. Es passiert unglaublich viel in diesem Star Trek. Wie gesagt, alte Star Trek-Fans werden, alte wie auch neue, werden sich gut aufgehoben fühlen, weil es gibt einfach, ich habe ja schon angesprochen, die Beziehung zwischen Kirk und Spock ist einfach, ist geil, weil... das kann man jetzt auch sagen. Spock weint. Wow. Ich habe es gesagt. Ich hab's gesagt, Spock weint. Spock weint, ja. Cool, ja. Spock weint in dem Film, ja. Und ich meine, da gibt's eine Szene, Star Trek-Fans werden ein bisschen verwirrt sein, aber die werden es auch geil finden, weil es gibt dann Situationen, wo die sich wirklich dann eingestehen, das sind beste Freunde, Spock und Kirk. Und das finde ich halt geil, diese alte Beziehung, es war ein Spaß, diese Sprüche von Kirk halt, diese Cowboy-Sprüche und diese Last-Minute-Sekunden. Das wäre zu much gespoilert, ne, oder? Was? Dass Kirk stirbt, dass er eigentlich mal tot war. Aber dank dieses neuen Systems mit diesen Kapseln von Khan, jetzt packe ich ja wirklich total aus, da überlebt er dann. Aber Spock denkt natürlich, er ist tot, er hat seinen besten Freund verloren und er erlebt Wut und Trauer in so einer Intensität, in der er es wahrscheinlich vorher noch nicht erlebt hat. Kein Vulkanier vor ihm hat geheult. Ja. Was kann man noch sagen zu dem Film? Wie lang war der Film? Also ich fand, er war überhaupt, ich hätte ihn noch mal locker eine Stunde gucken können. Also es hätte nicht... Ich muss ihn auch noch mal gucken. Ja, genau wie auch Iron Man habe ich immer noch nicht geschafft. Aber Star Trek auf jeden Fall, das habe ich mir fest vorgenommen. Fest habe ich mir das vorgenommen. So fest habe ich mir das vorgenommen. Ganz ich auch, fest. ich auch. Vielleicht heute. Mal gucken. Ich weiß oder nicht, morgen. Ob wir es heute schaffen, ist nicht. Was kann man noch alles sagen zu dem Film? Ich meine... Boah, ich muss ihn, glaube ich, noch mal gucken. Morgen Abend. Ich könnte mir vorstellen, dass wir... Ja. Was war das denn jetzt? Ich weiß nicht, das war so ein... Ich weiß nicht. Vielleicht gucken wir ihn morgen Abend nochmal. Ein männliches Händeschütteln. Läuft der schon im Kino? Na klar, der läuft seit 9. Also seit, ja, ist ja gut, ist ja... Seit 9. Seit 9. Okay. Puh, ich glaube, wir haben wirklich... Ja, er war geil. Er war wirklich geil. Also jeder, der ihn noch nicht kennt oder die den schon geil fanden, denen wird einer abgehen im Neuen. Das verspreche ich euch. Es gibt, glaube ich, keine enttäuschten... Nee, ich würde einfach sagen, ihr werdet zufrieden sein. Ihr werdet ihn wahrscheinlich sogar besser finden. Ja, und dann natürlich wieder mal ein epischer Abspann. Da. Hammergeil. Ja. Es lohnt sich. Und die Mumie Leonard Nimoy hat sich das auch mal wieder nicht mitnehmen lassen, um mal mitzuspielen. Also der taucht auch nochmal auf. Der hat sich das nicht nehmen lassen. Hätte ich überhaupt nicht erwartet. Ich auch nicht. Dann so, oh, der schon wieder. Mein Gott, der sieht ja echt aus wie eine Mumie. Also krass. Und ich hätte, also das blühende Leben, ja. William Shatner hat noch nicht Gastauftritt. Das fand ich ein bisschen schade. Weil der sieht ja, der strutzt. Würde ja, er sich für einen Gastauftritt hingeben? Ich glaube nicht. Hergeben, meinst du? Hergeben. Ja. Hergeben. Ich glaube nicht, weil... Ach, wie teufel ist das denn? Oh! Ich habe einen Countdown gestellt und es wird tatsächlich Zeit für. Die Kekse? Der Wahrheit! Hi. Wo sind sie? Hier sind die Kekse, never. Ah, okay. Hey, ihr beiden, würdet ihr lieber Nutella von einer Parkbank ablecken oder euer Urin trinken? Probieren. Also, ich glaube, ganz schön knifflig, ja, da habt ihr mich.
Ich habe mal gehört sogar, dass Urin trinken, also dass das irgendwie sogar gesund sein soll. Habe ich mal gehört. Ich habe auch sowas gehört, aber ich habe es trotzdem noch nicht gehört. Ja, ich würde mich irgendwie ekeln, mein eigenes Pipi zu trinken. Aber, ist ja auch Spargelsaison. Ja, andererseits, ich habe so Bock auf Spargel gerade. Andererseits, ist auch die Frage, was ist mit der Nutella vorher passiert? Also, hat die da jetzt nur jemand frisch aus dem Glas hingeschmiert und so weiter? Ich glaube, ich würde wahrscheinlich die Nutella nehmen. Weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Nutella gerade jemand da hingeschmiert hat auf die Parkbank. Es hat gerade geregnet, die Parkbank ist sauber. Ich nehme die Nutella. Ich mach's mir einfacher. Du bist. Was würdet ihr lieber tun? Die Kotze von einem Affen essen oder mit einem Löwen in einem Käfig schlafen? Ich würde mit einem in einem Löwenkäfig schlafen. Also, wo auch ein Löwe drin ist. Aber der bringt dich vielleicht um. Ja, vielleicht auch nicht. Ja, aber es ist wahrscheinlicher, dass du von dem Löwen getötet wirst, als dass du, nachdem du die Kotze vom Affen isst, nochmal kotzen musst. Du bist wahnsinnig. Okay, ja, das war Scene Talk zu Star Trek Into Darkness. Wie gesagt, wir sind geflasht von dem Film. Und können ihn nur empfehlen. Und was wir euch auch empfehlen können, ist unser Postfach, falls ihr Autogrammwünsche habt oder weiß ich nicht, irgendwas unterschrieben haben wollt oder uns was schicken wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr an unser Postfach schreibt. Und ansonsten könnt ihr uns weiterhin Fragen für die Kekse der Wahrheit schicken. Nicht wahr? Ja, richtig. Alles klar. Gut, dann bis zum nächsten Mal.